Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Napoleon Total War mit den Preußen. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich Dänemark erlöst, sagen wir so, also Norwegen erlöst von Dänemark und haben jetzt unsere Ruhe von den Dänen, die sind jetzt endlich von der Karte gestrichen. Dafür sind die Norweger jetzt da und wir haben erstmal einen weiteren Partner hier in dieser Region. Also generell alles östlich des Rheins ist mit uns verbündet, das ist super. Und das wollen wir, also bis auf Oldenburg, aber na gut, das ist jetzt nicht das Problem, die sind nur neutral zu uns, aber okay. Wir müssen jetzt aber erstmal verhindern, dass die Franzosen weiter in unser Reich marschieren hier, denn die haben in Deutschland schon ganz schön viele Städte eingenommen und dazu zählt auch beispielsweise hier Kleve und Kassel. Die müssen wir uns jetzt alle holen, damit wir jetzt hier nicht den Feind reinmarschieren lassen. Aber erstmal müssen wir die Runde beenden, denn wir kommen nicht weiter. Aber gleich marschieren wir weiter in Richtung Kassel. Und ich würde sagen, die erlösen wir auch wieder von ihrem Leid und werden wir dann als Protektorat machen. Damit wir die erstmal wieder da haben und in Ruhe sind. So, Feldambulanz, super. Pflasterstraßen fertig, Regierungsbericht. Die leichte Infanterie ist da. Dann haben wir jetzt auch wieder eine zweite Armee, allerdings ohne Artillerie. Oh, die sollte reichen. So. Okay, schicken wir dich mal hier rein zum Infiltrieren. Super, erfolgreich infiltriert. Was haben wir denn jetzt hier? Armee. Jean-Gabriel Machand. Sehr viele Füsiliere. Sehr viel Artillerie und wenig Kavallerie verhältnismäßig. Gute Karten für uns, da wir sehr kavalleriestark sind. Oh, wir haben einen neuen General verfügbar. Karl Wilhelm von Grohlmann. Will ich mir mal angucken. Wie gut ist der denn eigentlich? Oh, der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Kostet dafür auch wieder sehr, dementsprechend sehr viel. Okay, also dich brauchen wir erstmal wieder hier. Dich schicken wir rüber nach Frankreich. Wir haben uns auch entschieden, die Norweger erstmal noch aus dem Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich, also zwischen den Preußen und Frankreich rauszuhalten. Dass die erstmal nicht weiter gestört werden. Gut, ihr müsst jetzt auch noch rüber. Und mit dir marschieren wir jetzt hier mal direkt auf die Stadt der Franzosen zu. Noch Franzosen, ich möchte die eigentlich erlösen, sodass wir daraus dann wieder Hessen schaffen können. So, eigentlich haben wir gute Karten. Wir haben sehr disziplinierte Infanterie, sehr gut Erfahrung. Ja, die aufgestellte Armee ist nicht das Problem mit der Artillerie. Insgesamt haben die sehr viel Artillerie, wir haben da eher wenig gegen, aber na gut. Ist dann okay. Ja, ich würde sagen, legen wir mal los. Werden wir mal Hessen erlösen von ihrem Leid. Und auch gleich wieder freisetzen. Gut, dann mal gucken. Eigentlich müssen wir das schnell schaffen. Ein paar Gebäude haben wir jetzt hier drinne. Also wieder ein bisschen Stadtkampf. Aber es sollte trotzdem nicht das Problem werden. Eigentlich nicht wirklich. Also wenn man jetzt mal so guckt, haben wir jetzt hier nicht besonders viel, bin ich der Meinung. Aber wir sehen ja momentan nur die eine Armee erstmal. Bevor wir gegen den Rest kämpfen. Die können wir mit der Kavallerie ausschalten, bin ich der Meinung. Alleine schon. Und das mache ich auch. Aber die hat sehr gute Erfahrung hier. Das finde ich super. Auch meine ganze Infanterie. Also die Armee, die scheint sich gut zu entwickeln. Auch die Artillerie. Alles ist hier sehr gut. Ich glaube, ich halte die erstmal anfangs mal noch ziemlich zurück. Könnte uns mehr helfen. Im Nachhinein. Im Schlachtverlauf. Ist eigentlich im Kampagnenverlauf eher. Besser gesagt. So, ich setze mal in die Doktrin der Leichtinfanterie. Stellen wir so auf. Und euch will ich noch gar nicht benutzen zum Anfang. So, protzen wir euch mal auf. Ne, aufprotzen. Und euch schicken wir hier rüber. So. Na, du musst noch weiter hier rüber. Hinter dem Turm, oder? Ne, doch nicht. Hinter dem hier. Da warst du schon richtig. Gut, dann nehmen wir euch mal, wir haben euch gruppiert.
Drüben kommt Verstärkung. Wo ist sie denn jetzt? Hinten. Okay, gut, dann erstmal Ruhe. Dann nehmen wir erstmal unsere Kavallerie und marschieren vorwärts. Ich will die Artillerie jetzt hier ausschalten. Wir lassen euch mal lieber nicht rennen. Ihr habt Zeit. Die Kavallerie wird das eigentlich schon alles machen. Das ist sowieso eher sehr ungünstiges Terrain für die Artillerie. Da können wir eigentlich gut durchgehen. So. Dann schieben wir jetzt hier runter. Dann schnappt uns die Artillerie hier. Wie sieht es hier hinten aus? Was haben die jetzt eigentlich alles hier? Momentan kommt nur der Generalstab raus. So ein bisschen verbuggt, würde ich sagen. Lässt sich auch viel Zeit. Das kann man ausnutzen. Sollte man auch. Noch haben wir keinen Mann verloren, das ist super. Schalten jetzt mal schnell die Artillerie aus. Und haben wir irgendeinen Mann verloren? Noch nicht, super. Dann starten wir jetzt hier die Artillerie. Super. Das ist super. Sind die auch gleich weg? Oh ja. Da sterben viele. Feindlicher General getötet, super. Der Trupp ist jetzt des Todes geweiht. Hier drüben backt es immer noch ein bisschen rum. Schicken wir euch mal zur Verstärkung schnell hier rüber und dann schalten wir den General aus. Jetzt hier gerade versucht, irgendwas zu meistern. So, er ist endlich da. Immer noch nicht. Nicht im Gefecht. So, schicken wir dich mal hier rüber. Schicken wir euch mal drauf los direkt. Und ihr kommt mal hinterher. Und ihr auch gleich. Immerhin ist der Generalstab schon so offen, da kann man das ruhig ausnutzen. So. Wir haben ja so viel Kavallerie hier. Aber das ist hier generell ein bisschen verbuggt an der Position. So, der ist gleich weg. Wäre schön, wenn die Kavallerie mal ein bisschen schneller kommen würde. Super, der flieht. Vielleicht können wir ihn sogar noch töten. Super. So, jetzt machen wir hier drüben die Kavallerie fertig und dann noch die zweite, die jetzt hier gerade kommt. Ja, die kämpft schon, das ist super. Ja gut, es ist nun mal ziemlich verbuggt hier an der Stelle, das muss man jetzt ausnutzen. So, spur mal ein bisschen vor. Nein, die Kavallerie flieht. Okay, bevor ich zu viele Verluste mache, ziehen wir die mal schnell zurück. Lassen wir lieber den Sieg an der Stelle hier. Ich will nicht zu viele Verluste machen. Na, die fliehen jetzt alle gleich. Ja, die fliehen alle. Ich brauche die Kavallerie noch. Deswegen will ich ja jetzt nicht zu viele Verluste riskieren. Die Trupps werden nicht ganz sterben, aber die werden erstmal fliehen. Super. Die fliehen jetzt hier alle wenigstens. Okay, wenigstens konnten wir den General ausschalten schon mal. Das ist ein enormer Fortschritt. So, hier werden wir euch auch mal gleich abprotzen. Das ist super Terrain für die Artillerie hier. So, die Kavallerie werden wir erstmal hier in der Stadt verstecken. Da können wir uns immer gegen die Chasseur Archival schützen. Oh, der flieht sogar. Super. Cool. Da drüben ist ein bisschen Artillerie, direkt hinter einem Hügel. Auch super. Konntet ihr wenigstens hier erfolgreich abprotzen? Ein bisschen verbuggt. Nein. Schon wieder getroffen. Schicken wir euch wieder hinter die Häuser hier. So, der soll jetzt gleich sterben. So, schnappen uns mal hier drüben die Kavallerie. Schalten das schnell aus. Ich glaube, hier können wir uns leider nicht raufstellen, auch wenn es ein sehr guter Punkt war. Hat ja immer einen guten Überblick gehabt.
So, hier drüben die Kavallerie habt ihr auch fertig gemacht, oder? Ja, super. Ja, ihr kommt dann Stück für Stück alles von denen. Okay, schicken wir euch mal wieder vor. So, ihr potzt noch auf, oder? Müsstet eigentlich. Dann können wir gleich loslegen. Nicht im Gefecht. Ne, ihr könnt euch nicht bewegen. Gerade eigentlich müsst ihr da gerade noch dabei sein. Ich möchte, dass du aufprotzt. Ein sehr ungünstiges Terrain gerade. So, schnappen uns mal hier drüben die Artillerie. Wenn die schon so offensiv ist. Euch schicken jetzt hier rum. Die sollten eigentlich nicht schnell genug hier fürs fertig haben. Doch, haben sie noch. Erstaunlich. Aber ist auch sehr schlechtes Terrain für Artillerie wieder. Ja, die schießen direkt vor sich in den Hügel rein. Das ist gut für uns. Super, wir haben die Artillerie hier geschafft. Die hier hinten hat auch keine guten Karten. Schießt sich in die eigenen Linien. So, wo ist meine Kavallerie hin? Hier ist die. Ah. Will ich nicht zu weit führen, weil sie sind sehr müde. Mist. Die sind schon erschöpft. Nicht gut. So, rein mit euch mal hier weiter los. Gehen wir jetzt mal eben in den Nahkampf. Sollten die hier locker gewinnen, die Linienfusilierer. Eigentlich. Aber wir trumpfen hier, glaube ich, durch Masse. So, dann wollen wir die jetzt mal auch beschäftigen hier. So, jetzt können wir hier durch, glaube ich, oder? Oder gehen wir hier drauf? Ja, wir gehen hier drauf. Dann sind die jetzt gezwungen, ins Karree zu gehen. Das ist im Kampf gegen die Infanterie schlecht eigentlich. Oder sie werden von der Kavallerie gecharged und bricht die Moral. Ja, die bricht dann gleich zusammen hier. Ja, sind schon deutlich weniger. So, schicken wir euch mal wieder zu und du kommst nach hier oben. Oh, die Infanterie macht aber viele Verluste hier. Das finde ich nicht gut. So, schicken wir euch mal dazu schnell hier. Euch noch nach oben schicken. So, die letzten drei können wir noch mit dem General fertig machen. Na, brauchen wir noch nicht mehr. Glück gehabt. Ich hoffe, wir machen nicht zu viele Verluste. Ich will die Armee eigentlich noch weiter benutzen. So, die fliehen jetzt hier, super. Glück gehabt. Die fliehen auch gleich. Die Kavallerie sollte aber noch das aushalten können, oder? Nee, eher weniger. Ich glaube, wir holen die mal wieder raus dort. So. Ich schicke euch mal hier dazu und ihr chargt mal hier. So, lassen wir euch mal hier dazu kommen. Und ihr chargt da hier gerade, super. Die sind ja doch ziemlich eingekesselt. So. Ja, irgendwie rennen die hier nicht hoch, habe ich das Gefühl. So, ihr solltet jetzt hier gegen die kämpfen. Sieht's hier aus. Gefechtsteilnehmer siegt leicht. Ist gut. Dass meine Kavallerie noch schafft,
Ey, das ist doch. Nur weil ich da wieder nicht durchkomme. Wollte eigentlich von hinten chargen. Jetzt muss ich das Beste draus machen. Schnell hier rüber mit euch. So. General ist tot, super. Wenn ich jetzt hier von hinten reincharge. Machen wir lieber hier dann. Jetzt rennt doch mal. Mensch. Spur ein bisschen vor. Jetzt rennt. So. So. Jetzt müssen wir hier reinchargen. Oh mein Gott. Blücher hat aber viele Leute verloren. So, hier chargen wir jetzt rein. Brauchen wir nicht mal mehr. So, jetzt gehen wir hier dazu. Es wird ein ganz schöner Nahkampf-Charge hier. Oh ja, die Moral bricht jetzt hier zusammen bei den Franzosen. Schlagartig. Ein Glück haben meine Lanzenreiter so gut überlebt. Der erste flieht. Das ist super. So, dich schicken wir hier rüber. Und dich schicken wir hier rüber. Ja, die Moral bricht zusammen bei denen. So, der General kann hier auch die Moral ein bisschen pushen. Das ist super. Sieht denn eher schlecht aus für seine Leute. Ja, die brechen hier zusammen. So. Ich glaube, wir haben einfach eine sehr gute Ausgangslage, deswegen werden wir die Schlacht noch hier gewinnen. Die Kavallerie ziehen wir nochmal raus. Der kann auch nochmal einen Hammer Strike machen, dann wird die Moral zusammenbrechen. So, gehen wir hier rein. So, du wirst mal motiviert durch. Nein! Na toll, jetzt fliehen die doch noch. Aber die fliehen auch hier, dann haben wir noch bessere Karten. Ach, könnt ihr jetzt wenigstens. Nein, ihr könnt immer noch nicht laufen. Ihr seid doch blöd. Wie viele werden das denn noch, ey? Ebenbürtig. Verliert leicht. Na. Ob wir es noch schaffen können? Ey, wir verlieren die Schlacht jetzt hier. Nur wegen diesem bekloppten Bug. So ist die. Nein, 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 schnell. Nochmal hier motivieren. Na, jetzt hätte ich die Sammelfunktion gebrauchen können. Los, mach hin. Ich charge jetzt hier mal rein von hinten, vielleicht hilft es ja. Nein, alles fehlt auf einmal. Ärgerlich. Die ganze Top-Armee hier. So, gleich haben wir noch die Sammelfunktion hier. Nein, nicht fliehen. Nicht fliehen. Jetzt komm los. Schnell. Mann, mach doch mal. Ja, was braucht das so lange? Jetzt schnell, super. Morano hat schnell gepusht. Super. Glück gehabt. Immerhin haben wir noch eine zweite Armee, die können wir noch schnell hinterher schicken. Ja, jetzt fehlt der General noch, ey. Ey, das gibt's doch nicht. Nur wegen diesen verkackten Bug. Ey, das gibt's doch nicht. So, und hier auch noch ein schöner Bug. Super. Hier packt man wieder alles rum. Ey, es gibt's doch nicht. Jetzt gewinne ich noch. Ey, es ist so für den Arsch. Nur weil alles rumbackt. Eine ganze Armee gerade eben in den Sand gesetzt wieder mal. Juhu. Toll. Mehrere tausend Gulden, glaube ich, ist es hier in dem Spiel. Nee, hier läuft irgendwie gerade gar nichts.
Alles backt nur rum. So, wenn jetzt hier endlich mal die hier angreifen würden, wäre auch schön. Die fliehen. Geht doch. Nein, das geht irgendwie doch nicht. Habe ich das Gefühl, es ist total verbuggt hier, das Spiel, an der Stelle. War mal richtig. Ich mal einfach Gefecht abbrechen. Ja, es war eine vernichtende Niederlage. Es war wirklich scheiße. Entschuldigung. Tut mir leid. Ja, super. Verluste. Fast alles verloren. Ja, super. Die ganze Armee ist wieder weg. Wenigstens könnt ihr nächste Runde hier angreifen. Ey, es ist doch so bekloppt. Das ist doch so für'n Arsch. Wenigstens hat meine Artillerie noch überlebt. Nee, ich will nicht nach Mecklenburg. Schicke mich nach Berlin zurück. Rekrutierung. Jetzt darf ich wieder alles neu rekrutieren. Na super. So, was fehlt mir jetzt? Mir fehlt jetzt hier bei der Armee zweimal Husaren, einmal Lanzenreiter. Okay. Und noch weitere fünfmal, glaube ich, war das. Füsiliere? Ja, nicht Füsiliere. Musketiere. So ein Glück kann aber auch nur ich haben, ey. Dass die alle verrecken. Gut, dann beenden wir mal die Runde. Nächste Runde greifen wir nochmal an und dann kriegen wir auch noch mal eine automatische Schlacht. Das reicht mir. So oft wie ich hier verliere. So, dann schicken wir euch mal weiter. Einheit rekrutiert, eine Brick. Super. Endlich angekommen. So, die machen wir jetzt automatisch. Super, noch auf Anhieb weniger Verluste. Werden Hessen gleich wieder befreien. So, Hessen. Kommt noch ein bisschen Verstärkung, super. Hohe Verstärkungsrate, gefällt mir. So, und Kleve müssen wir uns auch noch wiederholen. Eine neue Nation entsteht, Hessen. Auch nicht schlecht. So, hier ist Kleve. Ich glaube, ich marschiere erstmal nach Berlin zurück. Hier bekomme ich eine sehr gute Nachschubrate. So, bisschen schneller. Ja, Weg versperrt. So, hier haben wir eine sehr hohe Verstärkungsrate. Okay, Rekrutierung. Kann ich momentan nicht tun. Wo ist denn die kaputte Armee? Hier ist die. Die schicken wir jetzt mal hier rüber. Gut, wir haben jetzt hier drüben eine Brick bekommen. Auch nicht schlecht. Rekrutieren wir mal weiter. Super, macht das schon. Und hier drüben war noch was. Ich wollte noch weiter schicken. Schottland, Großbritannien. So. Nee, hier ist was. Na toll, alles im Weg. Mit dem will ich mich aber auch nicht anlegen. Ah, hier kommen wir hin nach Baltimore. Immer ein bisschen was. Oh, es bringt 1024 mehr. Das ist super. Davon sollten wir noch mehr machen. Hier drüben wollten wir sowieso nochmal blockieren. Überfallen. Gut, dann beenden wir mal die Runde. Immerhin konnten wieder Hessen freikämpfen. Vor den Franzosen. Sie kommen nicht ganz so schnell voran. Mal sehen, wie lange wir das noch aufhalten können. Ist auch schon geil. Okay, Blücher ist wieder zurück. Die Armee ist zu Teilen wieder da. So, verstärken wir euch mal wieder hier. Wieder fast eine ganz volle Armee. Okay, wir haben jetzt hier noch für vier Füsiliere und zwei Musketiere. Haben wir noch Platz? Zwei Musketiere und zwei vier Füsiliere. Das sollte dann reichen. Gefolgsmann, okay. Regierungsbericht, okay. Regierung. Wir machen immer noch Plus. Super.
So, oh, der ist auch wieder komplett fast. Gut, immerhin konnte man jetzt da erfolgreich vorgehen. Klebe ist gerade komplett unbesetzt. Komplett. Schicken wir dich mal jetzt hier in den Wald rein. Und hier oben eine Armee, einfach nur, um irgendwie auf den Sack zu gehen. Schick mal, ja, könnte man eigentlich mit den. Eigentlich müsste man das können, oder? Mit den Oldenburgern endlich ein Bündnis machen. Die könnten mir doch helfen. Ihre einen kleinen Armee dort. Komm, machen wir mal ein Bündnis. Na, schwach, mächtig, grandios, Armut. Nee, brauchen wir nicht machen. Gib auch noch ein bisschen Geld. Gib mal 2000 dafür. Ey, ihr seid doch blöd. Na gut. Ich stelle mich trotzdem neben euch. Einfach um hier den Schutz von Oldenburg zu genießen. Okay. So, wir provozieren mal eher eine Schlacht im Wald. Auf Kleve kommen. Das ist super. Nächste Runde kommen wir auf Kleve zurück und dann können wir die auch befreien. Aber noch ein Pufferstart hier. Ich glaube dann vielleicht noch. Oh nein, die greifen an. Die Franzosen greifen jetzt an. Ja, die schnappen sich meine Universität da drüben. Super, dann sind sie jetzt weggetrieben von dort. Das ist super. Jetzt können wir in Ruhe auf Kleve zu marschieren und angreifen. Das ist gut für uns. Oh, Hannover hat denselben Plan auch gehabt. Wir haben neuen Spion, Magdeburg feindlicher Raubzug. Okay, Sachsen ist hier. Was haben wir hier? Joef. Gut, dann machen wir erstmal hier die Schlacht. Wobei, die können wir automatisch machen, die würden wir sowieso gewinnen. Ja, wir haben auch wenig Verluste gemacht, super. Gut, schnappen uns die Armee gleich nochmal. Dann ist sie endlich weg. Stört die nicht mehr weiter. So, nochmal automatisch schnell. Kaum Verluste und jetzt müsst ihr endlich tot sein. So. Schicken wir euch mal wieder hier zurück. Jetzt marschieren wir hier auf Kleve zu. Das war ja auch sehr dankbar von denen für mich. Also ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie da so offenherzig mit Kleve umgehen. Ich bin gleich da. So. Da kann man automatisch machen, oder? Na, wir können Kapitulation verlangen. Super. Dann haben wir jetzt Westfalen hier. Können wir befreien. Wäre eigentlich nicht schlecht. Super. So, ziehen wir euch mal zusammen. Als nächstes wäre meine Idee, nach Brüssel zu marschieren. Und dann hier in Wallonien die Stadt zu schnappen. Aber das ist super, ohne großartige Verluste hier mal eben einmarschiert. Das gefällt mir. Euch behalten wir nochmal so als kleine Verstärkungsarmee hier. Jetzt Rückhalt. Na gut, immerhin haben die Franzosen jetzt ein Problem. Wo ist mein Spion? Du bist hier. Dich holen wir mal raus. Und schicken wir hier rüber. So, lass mich mal rennen. Ach, da drüben ist eine französische Armee. Die würde mir so einen Weg versperren. Ich glaube, ich könnte auch. Ups, das ist der falsche Knopf. Bevor ich das vergesse, werde ich mal jetzt mit den batavischen Republiken militärischen Zugang einfordern. Mal 5 Runden sollte reichen. Zahlungen geben wir denen dann 2000. Nochmal 4000 raus. Sollte, denke ich, einnehmen und so militärischer Zugang. So, möchte ich das haben? Super, die nehmen an. Dann können wir auch direkt drauf losmarschieren. Immerhin, ohne großartig hier Stress zu bekommen, können wir jetzt nach Brüssel losmarschieren. Das finde ich super. Das ist ein kluger Schachzug, glaube ich sogar. Wie sieht es hier unten aus? Können die Österreicher sich noch behaupten? Ja, die halten sich noch.
Aber die Schweiz ist wieder an Frankreich zurückgefallen. Nicht gut. Wir kommen hier im Norden voran und die Armee hier drüben, die kannst jetzt den Weg nicht versperren. So, kommst du hier noch durch? Ich hätte auch einfach hier lang gehen können, fällt mir gerade auf. Na toll. Okay, gut. Filtrieren wir mal da hinten. Gut, aber erstmal, gucken wir mal. Feindliche Siedlung kapituliert, Kleve und eine neue Nation steht, Westfalen. Immerhin haben wir dafür sorgen können, dass wir jetzt hier Kleve wieder zurückbekommen haben auf unsere Seite. Ja, Holland ist eigentlich auch noch eins meiner Ziele, aber naja, ich will das erstmal noch nicht machen. Immerhin machen die Briten ordentlich Terror, das ist gut. Die Franzosen blockieren hier die Flotte. Nicht schön. Gar nicht schön. Okay, gut. Ja, der Hafen ist hier komplett im Arsch. Da verdient man gerade nichts. Gut. Beenden wir mal die Runde. Und Brüssel ist auch schwach besetzt. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das bisschen, was ich von Brüssel einsehen kann, ist sehr schwach besetzt. Das gefällt mir. Ich komme auch an diese Runde. Gehen wir mal rüber. Ah. Na toll. Weil wir hier denn da jetzt hinten den Weg zu machen, muss es doch noch eine Runde warten. Aber egal, die Armee hier drüben sollte kein Problem sein. Das, was sich hier befindet, auch nicht. Erstaunlich, dass die hier so schwach besetzt sind im Norden. Aber ist gut für uns. So. Hier drüben, unsere Armee, die ist jetzt eigentlich auch fertig. Die können wir jetzt verstärken mit den restlichen Truppen, die wir hier noch haben. Dann marschieren wir hier auch mal weiter. Ich würde sagen, schützen wir erstmal im Süden hier Sachsen. Wie sieht es finanziell aus? Immer noch immer ordentlich plus, das ist gut. Jetzt können wir auch mal mehr Gebäude bauen hier. Die klassische Universität ist noch nicht fertig, schade. Hier eine Drillschule bauen, lohnt sich auch noch nicht. Wir rekrutieren zu wenig, aber hier, die müssen wir erstmal reparieren. Das ist wichtig. Gut, hier ist alles soweit gemacht. Hier ist die Fabrik, können wir noch bauen. Oh, die Osmanen kommen. Nicht gut. Rotieren wir hier mal. Kommen auch diese Runde schon an, glaube ich. Machen wir über Milizen. Und Festung bauen lohnt sich auch nicht. Was haben wir überhaupt für eine Armee drin? Na, wir haben wenigstens ein bisschen was. Kommen die überhaupt an? Die kommen nicht an, super. Sind die eigentlich verfeindet miteinander? Großnationen. Osmanen im Krieg mit Österreich, Russland und Preußen. Gut, dann werden wir jetzt mal hier rekrutieren. Machen wir schon, super. Bauen tun wir erstmal nichts. Hier genauso wenig. Können wir hier irgendwas machen, was sich lohnt? Sabotieren höchstens. Und wie sieht es hier aus? Hier irgendwas, was sich lohnt? Wir bauen mal eine Garnison. Das könnte sich lohnen. Hier bauen wir mal was anderes noch. Und hier bauen wir mal ein Opernhaus. Und hier bauen wir mal einen Großgrundbesitz, so wie hier eine Mustermanufaktur. Musketenmanufaktur, so sieht's aus. Gut. Bevor wir jetzt die Runde beenden, würde ich sagen, beenden wir erstmal die ganze Folge. Es reicht auch wieder, wir haben genug Stoff gesammelt. Wir speichern hier erstmal ab. Und da Preußen 11. Gut. Ich verabschiede mich erst wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Das war